Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder. Ich freue mich, Sie heute Abend zum zweiten Vortrag in unserer Vortragreihe zum Thema Fake News in der Landesgeschichte von Rheinland-Pfalz begrüßen zu dürfen. Heute stelle ich Ihnen keinen Unbekannten vor. Mein langjähriger Kollege Dr. Rudolf Steffens hat quasi seine gesamte berufliche Laufbahn am Institut für geschichtliche Landeskunde verbracht und ist auch immer noch freier Mitarbeiter bei uns. Geboren ist er in Simmern im Hunsrück und promovierte bereits 1987 an der Johannes-Gutenberg-Universität über die Graphemik domanialer Rechtsquellen aus Mainz. Seit 1981 war er bereits am Institut für geschichtliche Landeskunde als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt. Und im Rahmen dieser Arbeit sind zahlreiche Veröffentlichungen erschienen. Unter anderem hat er mitgearbeitet am Wortatlas zur kontinentalgermanischen Winzerterminologie. Und insbesondere hat er sehr viel gearbeitet zur Namenforschung, insbesondere Familiennamen. Da möchte ich auf das Buch von 2019 hinweisen, zu den Familiennamen der Reichsstadt Frankfurt oder auch den Familiennamenatlas zu Rheinland-Pfalz. Aber auch über Flur- und Straßennamen hat er geforscht, zum Beispiel anlässlich der kürzlich erschienenen Ingelheimer Stadtgeschichte. Rudolf Steffens ist seit langen Jahren auch tätig im germanistisch-historischen Arbeitskreis, der sich mit dem Lesen mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Handschriften beschäftigt. Ja, und ich freue mich jetzt heute auf seinen Vortrag. Vielen Dank, Rudi. Ich frage zu Anfang, bin ich gut hörbar oder zu laut oder zu leise? Gut? Also vielen Dank für die freundlichen Einführungsworte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in meinem Vortrag geht es um die bekannte Weinlage Klöck in Nierstein. Nierstein nimmt innerhalb der deutschen Weinbauorte eine herausragende Position ein. Circa 1000 Hektar Fläche sind mit Weinstöcken bepflanzt. Das Weinbaugebiet Mittelrhein, das linksrheinisch nördlich von Bingen beginnt und in Oberdollendorf rechtsrheinisch südlich von Bonn endet, verfügt nur über 465 Hektar Weinbau. Also halb so viel wie Nierstein. Die Rebflächen in Nierstein sind also ungefähr doppelt so umfangreich wie die des gesamten Weinbaugebietes Mittelrhein. Nierstein wird von drei sogenannten Großlagen überdacht. Das sind Spiegelberg, Rehbach, Auflangen. Sie sehen hier links oben auf dem Foto den sogenannten Roten Hang. Im Hintergrund links Nierstein. Roter Hang, das ist ein inoffizieller Lagename, der aber bekannter ist als die meisten amtlichen Niersteiner Weinlagenamen. Weingüter, die Rebpflanzungen im Bereich des Roten Hanges haben, werben in Nierstein mit entsprechenden Bannern, Bild rechts. Der Rote Hang wird überdacht von der Großlage Rehbach, in der sich die Einzellagen Brudersberg, Goldene Luft, Hipping und Pettental befinden. Zwei weitere Großlagen in Nierstein sind Spiegelberg und Auflangen. Zur Großlage Spiegelberg gehören zum Beispiel Einzellagen wie Klostergarten, Findling oder Paterberg. Zur Großlage Auflangen gehören zum Beispiel Einzellagen wie Granzberg, Ölberg und auch die Klöck, um die es heute geht. An einer Mauer in der Breitgasse südlich der Weinlage Klöck in Nierstein hat wohl eine Privatperson diese drei Tafeln, ich vermute mal, vor einigen Jahrzehnten angebracht. Ich zitiere: Niersteiner Klöck.
im Jahre 742 erstmals urkundlich erwähnt. Sie ist damit die älteste verbriefte Weinbergslage Deutschlands. Hieraus erhielt der Klöckner der St. Kilianskirche jahrhundertelang den Zehnten. Hierbei handelt es sich um einen Extremfall von Fake News. Und das will ich nachfolgend dokumentieren. Also, die Behauptung, dass die Weinlage Klöck in einer Textquelle aus dem Jahre 742 bezeugt sei und somit die älteste schriftlich belegte Weinlage wäre, das nenne ich im Folgenden die Klöck-Geschichte. Sie sehen hier die katholische Kirche St. Kilian in Nierstein und unterhalb der Kirche die ummauerte Weinlage Klöck. Ich denke, das ist für Sie gut zu erkennen. Die Weinlage ist nicht sehr groß, gerade mal 2,2 Hektar. Ein Hektar sind 1000 Quadratmeter. Die Abbildung dürfte aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen. Hier sehen Sie die Klöck aus dem Weltraum. Oben die Pfarrkirche St. Kilian, ich habe es markiert. Unterhalb davon die Klöck. Rechts der Rhein Richtung Nackenheim fließend. Die Klöck wurde in den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts mit einer massiven Umfassungsmauer ausgestattet. Bild links. Die Gasse, die nach rechts hinunter nach Nierstein führt, heißt Karlmannsteige und soll an das angebliche Geschehen im Jahre 742 erinnern. Bild links. Blick von Nierstein Richtung Nackenheim. In der Bildmitte das katholische Pfarrhaus, die Kirche und darunter die Weinlage Klöck im Ortsbereich von Nierstein. Vor einigen Jahren ist die Niersteiner Melzerei geschlossen und die Gebäude abgerissen worden und im dort entstandenen Neubaugebiet wurde eine Straße nach der Weinlage Klöck benannt. Was sind Weinlagen? Weinlagen sind genauestens nach außen hin abgegrenzte und mit Weinstöcken bepflanzte Flächen, die durch einen Namen, den Weinlagenamen und einen dazugehörenden Ortsnamen identifizierbar sind. Zum Beispiel Winninger Uhlen an der Mosel oder Assmannshausener Höllenberg im Rheingau oder Appenheimer Daubhaus in Rheinhessen oder Gimmeldinger Meerspinne in der Pfalz oder Iringer Kreuzhalde in Baden. Das Deutsche Weingesetz legt in § 23 fest, dass die Regierungen der Bundesländer die, Zitat, Einrichtung und Führung der Weinbergsrolle zu regeln haben. Die jeweiligen Weinbergsrollen sind selbstverständlich heute keine mittelalterlichen Pergamentrollen, sondern Computerdateien. In Rheinland-Pfalz ist die Landwirtschaftskammer in Bad Kreuznach für die Führung der Weinbergsrolle zuständig. Die Weinlagenamen werden im Deutschen Weingesetz, § 22, Ursprungsbezeichnungen genannt. Die rheinland-pfälzischen Weinlagenamen kann man auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer Bad Kreuznach als PDF-Dokument herunterladen, also die heute amtlichen rheinland-pfälzischen Weinlagenamen. Die Angabe von Lagenamen auf Flaschenetiketten oder Preislisten der Winzer ist fakultativ. Das Deutsche Weingesetz enthält keinerlei Bestimmung, die die Angabe von Lagenamen auf Etiketten, auf Listen, auf Preislisten vorschreibt. Unsere Weinlagenamen sind fast ausschließlich aus den dörflichen Flurnamen entstanden.
Vereinzelt sind die Flurnamen in hochmittelalterlichen Texten bezeugt. Ab dem 15. Jahrhundert sind sie in den Güterverzeichnissen der Klöster ein regelrechtes Massenphänomen. Ein sehr früh aus unserem Raum bezeugter Flurname, der später zum Weinlagenamen wird, ist der Oppenheimer Krötenbrunnen. Im Jahre 1200 als in Gradenburnen bezeugt. Die Oppenheimer Ortsverwaltung hat vor 10, 15 Jahren im Bereich der Weinlage Krötenbrunnen diese Rastanlage mit einer riesigen Steinschildkröte errichten lassen. In ganz wenigen Fällen sind Fantasienamen zu amtlichen Weinlagenamen geworden. Dazu gehört zum Beispiel der Deidesheimer Paradiesgarten. Das Wort Paradies in Flurnamen, das gibt es einfach nicht. Ja, das ist ein erfundener Fantasiename. Deidesheimer Paradiesgarten in der Pfalz, der auf Betreiben eines Weingutes 1971 in die Weinbergsrolle aufgenommen wurde. Auch heutige Weinlagenamen wie Römerberg in Rheinbrohl, wie Römerkrug, Dellhofen-Mittelrhein, wie Goldtröpfchen, wie Schlemmertröpfchen, wie Engelströpfchen, wie Frühlingsplätzchen. Die sehen nicht danach aus, als ob das ehemalige Flurnamen wären. Das sind Kunstprodukte und Fantasienamen. Wie das rechtlich zugange zugeht, dass solche Namen in die Weinbergsrolle aufgenommen werden können, das entzieht sich meiner Kenntnis. Zurück zur Klöck-Geschichte. Älteste Weinlage Deutschlands, 742 erwähnt. Ich führe Ihnen jetzt einmal allerlei Belegmaterial vor. Hier wird behauptet, der Niersteiner Lagename Klöck sei bereits im Jahre 742 zu fassen. Preisliste der staatlichen Weinbaudomäne Oppenheim, die heute alleinige Besitzerin der Klöck ist. Zitat, 742, ich habe es eingerahmt, 742 wurde sie zum ersten Mal urkundlich erwähnt, die Niersteiner Klöck, Deutschlands älteste Weinlage. Internetseite der staatlichen Weinbaudomäne Oppenheim, besucht am 25. April dieses Jahres. Zitat, die Klöck zählt zu den berühmten Lagen des Roten Hanges und ist darüber hinaus die älteste Weinbergslage Deutschlands. Dies belegt eine Schenkungsurkunde aus dem Jahr 742. Damals hat Karlmann, der Sohn Karl Martells, Bruder König Pippins, die damalige Marienkirche, spätere Kilianskirche, dem Bistum Würzburg geschenkt. Der letzte Satz ist richtig. Der Weinrechtler Professor Dr. Hans-Jörg Koch in seinem 1995 erschienenen Rheinhessischen Weinlexikon, Stichwort Klöck. 2,2 Hektar umfassende Weinlage bei der St. Kilianskirche in Nierstein, ehemalige Marienkirche, dem Wahrzeichen der Weinbaugemeinde, nach deren Glocke benannt. Weinhistorisch interessant, durch den sehr frühen urkundlichen Nachweis 742 schenkte Karlmann, Sohn Karl Martells, die Marienkirche und so weiter und so weiter und die völlige, sonst in Rheinhessen nicht anzutreffende Arrondierung mit einer Umfassungsmauer. Auch hier dieser letzte Satz, Umfassungsmauer, das stimmt natürlich. Matthias Dietz Lensen, ein kleines Büchlein, Rheinhessen, Spielball der Geschichte. Die Entwicklung einer einzigartigen Wein- und Kulturlandschaft, herausgegeben von Stefan Schmitz, Bodenheim, 2014, Seite 185. Nicht unerwähnt bleiben sollte die Lage Klöck, die 742 erstmals urkundlich erwähnt wurde und damit die älteste nachgewiesene Lagebezeichnung in Deutschland ist. Klöck verweist auf das Glockengeläute einer nahe gelegenen Kirche. Fake News pur. Ich war am Sonntag, ich bin Kunde bei der staatlichen Weinbaudomäne in Oppenheim und war am Sonntag auf der Jahrgangsverkostung, jetzt an diesem Sonntag.
Ein riesengroßes Plakat ist hier aus dem Gomio gescannt oder abfotografiert worden aus dem französischen Weinführer. Was liest man da? Zitat, Gomio 2020, Niersteiner Glöck. Handelt es sich doch um die älteste urkundlich erwähnte Weinbergslage Deutschlands. Bereits im Jahr 742 findet sich dieser Weinberg in einer Schenkungsurkunde an das Bistum Würzburg. Man hat den Eindruck, jeder schreibt von jedem ab. Wenn man philologische oder historische Wissenschaften studiert, dann lernt man in den ersten Semestern, dass Aussagen nach Möglichkeit mit Textbelegen zu dokumentieren sind. Die Autoren, die hier Fake News über die Niersteiner Glöck verbreiten, wissen von diesem Prinzip offenbar nichts. Und es geht weiter. Otto Schätzel, der langjährige Direktor der Weinbaudomäne Oppenheim, in den Niersteiner Geschichtsblättern 2014. Zitat, 742, erstmals urkundlich erwähnt, die Weinlage Glöck unterhalb der Kilianskirche. Eine von der Stadt Nierstein herausgegebene Broschüre mit dem Titel Weinlage Niersteiner Glöck aus dem Jahre 2014 heißt es, die älteste urkundlich erwähnte Weinlage Deutschlands. Weinlage Deutschlands, die Niersteiner Glöck. Lokalanzeiger Verbandsgemeinde Rhein-Selz für Nackenheim 2016. Zitat, schließlich ist die erste urkundliche Erwähnung der ältesten deutschen Weinlage anno 742 der Anlass für das Stadtjubiläum. Infotafel am Roten Hang, wenn man von Nierstein Richtung Nackenheim wandert, auf dem Höhenweg, steht diese Informationstafel. Zitat, laut einer Schenkungsurkunde aus dem Jahre 742 schenkte Karlmann, Sohn von Karl Martell, dem Würzburger Bistum die Weinlage Niersteiner Glöck. Wikipedia. Besuch im Jahr 2017, Artikel Nierstein. Die Glöck zählte zu den berühmten Lagen des Roten Hanges und ist darüber hinaus die älteste Weinbergslage Deutschlands. Dies belegt eine Schenkungsurkunde aus dem Jahr 742. Ich habe diese Seite am 22. April nochmal aufgerufen. Der Satz über die älteste Weinlage ist getilgt. Allgemeine Zeitung Mainz. Nein, die Internetseite riesling.de besucht am 22. April dieses Jahres. Zitat, die Glöck zählt zu den berühmten Lagen des Roten Hanges und ist darüber hinaus die älteste Weinbergslage Deutschlands. Dies belegt eine Schenkungsurkunde aus dem Jahre 742, Zitat Ende. Allgemeine Zeitung Mainz, 1999, das tagesgenaue Datum dieses Artikels konnte ich nicht rausbekommen. Der rheinland-pfälzische Staatssekretär Günther Eimael aus dem Landwirtschaftsministerium und der damalige Niersteiner Bürgermeister Wolfgang Engel enthüllen eine Schrifttafel unterhalb der Kilianskirche. Zitat aus der Allgemeinen Zeitung: Der große Bahnhof für die kleine Schrifttafel war der Bedeutung der Lage Glöck unterhalb der Niersteiner St. Kilianskirche angemessen, denn sie ist die älteste mit Namen bekannte Weinlage Deutschlands. Zitat Ende. 37 Journalisten, links oben, 37 Journalisten aus dem gesamten Bundesgebiet waren zu diesem Festakt angereist. Wenden wir uns jetzt den Fakten zu. Unter maßgeblicher Beteiligung von Bonifatius wurden die Bistümer Würzburg, Erfurt und Bürerburg-Fritzlar gegründet und die hier einzusetzenden Bischöfe von Bonifatius im Jahr 741 geweiht. Das ist gut belegt. Unterdessen starb Karl Martell, der fränkische Hausmeier. Erst sein Sohn Karlmann
konnte die neuen Bistümer mit Besitzungen und Einkünften ausstatten. Das geschah wohl im Jahr 742. Die Ausstattungsurkunde aus diesem Jahr ist nicht erhalten, aber diese Ausstattung hat stattgefunden. Auch die Bestätigung dieser Urkunde durch Karl den Großen ist nicht erhalten. Kaiser Karl der Fromme bestätigte am 19. Dezember 822 die Schenkungen Karlmanns aus dem Jahre 742 und die Bestätigung Karls des Großen. Diese Urkunde ist erhalten und wird im Staatsarchiv in Würzburg aufbewahrt. Die lateinische Urkunde ist im Jahre 2016 in der Monumentalreihe Monumenta Germaniae Historica ediert worden. Die Urkunden der Karolinger, Band 2, die Urkunden Ludwigs des Frommen. In dieser Urkunde wird Nierstein als Naris Tacne erwähnt. Das ist der Erstbeleg für diesen Ortsnamen. Von Weinbau in Nierstein ist hier nicht die Rede. Kein einziger Satz, kein einziges Wort zum Weinbau. Ebenso ist der Lagename Klöck nicht vorhanden. Er kann auch gar nicht vorhanden sein, weil es um diese Zeit keine Flurnamen gab. Die Klöck kann unmöglich in dieser Urkunde enthalten sein. Weil es Flurnamen, aus denen ja die Weinlagenamen entstanden sind, zu dieser Zeit noch nicht gab. Wir können jetzt definitiv sagen, der Weinlage Klöck ist in einer Urkunde der Karolingerzeit nicht belegt. Und die Klöck-Geschichte gehört in den Bereich der Fake News. In der Publikation von Wolf-Dietrich Zernecke über die Siedlungs- und Flurnamen rheinhessischer Gemeinden zwischen Mainz und Worms 1991, Seite 191, ist die mundartliche Aussprache dieses Flurnamens dokumentiert, Flurnamen, Weinlagenamen, die Kleck. Und Kleck kann mit Glocke nichts zu tun haben. Also Zwischenergebnis. Der Name der Niersteiner Klöck ist in Urkunden der Karolingerzeit nicht nachweisbar. Also der Name der Niersteiner Klöck ist nicht die älteste Lagebezeichnung in Deutschland. Der Erstbeleg für die Glock datiert aus dem 15. Jahrhundert. Ich danke den Herren Dr. Stefan Pelgen und Dr. Kai-Michael Sprenger, die mir ein Foto aus dieser Quelle zur Verfügung gestellt haben. Seelgerätbuch der katholischen Pfarrkirche St. Kilian in Nierstein, 15. Jahrhundert. Hier findet sich der Eintrag Wiengard auf der Klecken. Ich habe es eingerahmt. Die Klöck-Geschichte mit ihren Aussagen, dass der Name Klöck schon in einer Urkunde des Jahres 742 belegt sei und dass somit die Klöck Deutschlands älteste mit Namen belegte Weinbergslage sei, gehört also eindeutig in den Bereich der Fake News. Auf der Klecken, das kann mit Glocke nichts zu tun haben. Kann man nicht rauskriegen. Ein wissenschaftliches Dialektwörterbuch für unseren Raum, das ist das sogenannte Südhessische Wörterbuch. Das führt unter dem Stichwort Gelege Formen wie Kleck an. Gelege, das sind einzelne Ehrenbündel, die man irgendwie nach Hause trägt und möglicherweise auch das Rebholz vom Weinstock, das im Frühjahr abgeschnitten wird und auch heute noch in die Rebzeilen gelegt wird. Nur, es gibt hier, ich weiß nicht, wie viele tausend Weinbaugemeinden es in Deutschland gibt und überall wird im Frühjahr der Weinstock beschnitten und die Zweige, die Reben werden auf den Boden gelegt. Dann müsste es doch überall Flurnamen wie Kleck geben. Das gibt es aber nur in Nierstein. Also das kann damit nichts zu tun haben. Deuten können wir diesen Namen nicht. Wir kriegen gleich noch einen weiteren Beleg aus dem 19. Jahrhundert für die Mundartform Kleck. Und das kann mit Glocke nichts zu tun haben. Also,
Seelgerätbuch, 15. Jahrhundert, auf der Klecken. Wir wollen jetzt der Frage nachgehen, wer hat denn die Klöckgeschichte in die Welt gesetzt? Das muss ja irgendwie nachvollziehbar sein. Wir müssen jetzt das Mittelalter verlassen und ins 18., 19. Jahrhundert springen. Johann Goswin Widder kennt in seiner geografisch-historischen Beschreibung der kurfürstlichen Pfalz 1778 kennt die Klöckgeschichte nicht. Er führt aus, schon vor der Mitte des 8. Jahrhunderts schenkte der fränkische Fürst Karlemann die Kirche unserer lieben Frau zu Nierichstein im Wormsgau dem Bistum Würzburg. Zitat Ende. Das entspricht den historischen Tatsachen. Aber von der Klöck ist hier in dieser Publikation von Widder nicht die Rede. Widder kannte die Klöckgeschichte nicht. Die Klöckgeschichte ist Ende des 18. Jahrhunderts noch nicht vorhanden. Der Fachmann für den praktischen Weinbau in der Zeit um 1830, 1850 war der im württembergischen Neckargemünd geborene Johann Philipp Bronner. Bronner studierte Pharmazie und führte in Wiesloch eine Apotheke. Dort selbst betrieb er auch Weinbau. Er entwickelte neue Anbau- und Schnittmethoden und wurde 1836 zum großherzoglich badischen Ökonomierat ernannt. Bronner schrieb Bücher über den Weinbau in der Pfalz, an der Bergstraße, im Rheingau, in Württemberg, am Main, in der Champagne, in Frankreich. Seine Publikationsserie beginnt 1830 mit dem Buch »Die Verbesserung des Weinbaues« durch praktische Anweisung, den Riesling ohne Pfähle und Latten vermittelst des Bockschnittes zu erziehen, um besseren und wohlfeileren Wein gewinnen zu können. 1830. Sie sehen hier das Titelblatt links von Bronners Publikation über den Weinbau in der Provinz Rheinhessen im Nahetal und Moseltal 1834. Bronner hat die von ihm beschriebenen Weinbaugebiete allesamt selbst bereist und die jeweiligen Gemarkungen unter Führung sachkundiger, einheimischer Winzer abgelaufen. Bronner war persönlich in Oppenheim, Nierstein, Nackenheim und so weiter. Bei der Beschreibung des Weinbaus in Nierstein, das sind die Seiten 61 bis 67, zeigt sich, dass Bronner genaueste Kenntnis der Topographie des Niersteiner Weinbaus und der Anbau- und Erziehungsmethoden hatte. Diese Detailkenntnisse kann er nur erworben haben, indem er sich mit orts- und sachkundigen Winzern in den Niersteiner Weinbergen bewegte. Hätte es um 1830, als Bronner in Nierstein war, hätte es um 1830 die Klöckgeschichte schon gegeben, hätten die Niersteiner Winzer doch zuallererst dem berühmten Bronner diese Geschichte aus der Karolinger Zeit aufgetischt. Das tun sie aber nicht, denn die Klöckgeschichte gab es noch nicht. Bronner kennt die Klöckgeschichte nicht und erwähnt die Klöckgeschichte nicht. Also, wir halten fest, um 1830 hat es die Klöckgeschichte noch nicht gegeben. Links ab, ich bin zu. Links sehen Sie eine Tafel mit den Niersteiner Weinlagenamen. Darunter die Klöck. Rechts, wenngleich Bronner die Klöckgeschichte nicht kennt, weil es sie noch nicht gab, so liefert er uns doch einen authentischen Beleg für die mundartliche Aussprache des Namens Klöck, nämlich die Kleck, das kann mit Glocke nichts zu tun haben. Wie im Rahmen
der Glöckgeschichte behauptet wird. Der Klöckner bezog den Zehnten jahrhundertelang. Völliger Unsinn. Wir begeben uns jetzt in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und kommen langsam der Klöckgeschichte auf den Grund. Die Klöckgeschichte hat etwas mit Mainz zu tun. Ich muss Sie jetzt mit den Namen einer Reihe von Persönlichkeiten konfrontieren. Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf einen Aufsatz von Dr. Hermann Schäffers in einer Sonderausgabe der Niersteiner Geschichtsblätter aus dem Jahre 2014, Aufsatztitel Das Weingut Philipp Josef Fink, ein Kapitel Niersteiner Weingeschichte. Der Dr. Schäffers ist Direktor des Weltkulturerbes Lorsch an der Bergstraße und gleichzeitig Leiter des dortigen Freilichtmuseums. Dort hat man ein karolingisches Dorf wieder aufgebaut. Das ist unbedingt eine Reise wert. Lorsch an der Bergstraße, ich komme nicht auf die lateinische Bezeichnung dieses Freilichtmuseums. Ich komme nicht drauf. Also Freilichtmuseum Lorsch an der Bergstraße. Philipp Josef Fink, links, wurde 1800 im Haus zum Spiegel, heute Weinhaus zum Spiegel, Augustinerstraße, geboren. Sein Vater hatte dort eine Zinngießerei aufgebaut. Philipp Josef Fink wurde Kaufmann. Er handelte vor allem mit Kaffee und Zucker. Die Geschäfte liefen so gut, dass er sich als 40-Jähriger zur Ruhe setzen konnte. Jetzt begann er sich für Weinbau und Landwirtschaft zu interessieren. Er war Vater von 4 Kindern. Im Jahre 1862 erwirbt Fink die Glöck. Nachdem er bereits vorher in der Niersteiner Gemarkung Acker- und Rebflächen aufgekauft hatte. Fink lässt ein stattliches Gebäude errichten, das heutige Niersteiner Rathaus in der Nähe der Realschule. Wenn Sie ortskundig sind, kennen Sie das vielleicht. Gegenüber vom Fußballplatz. Die Glöck war bis dahin im Besitz von Caroline, Prinzessin von Isenburg-Birstein, verheiratet mit Karl Ferdinand Graf von Buol-Schauenstein, österreichischer Außenminister in der Zeit von 1852 bis 1865. Schauenstein hatte Besitz in Nierstein. Warum ein österreichischer Politiker Grundbesitz und Weinbergsbesitz in Nierstein erworben hat, ist nicht mehr zu ermitteln. So. Die Gräfin starb 1862. Jetzt war der Graf Alleineigentümer. Der Graf verkaufte den Niersteiner Besitz an einen Bierbrauer. Und jetzt tritt eben Fink auf den Plan. Ein Jahr später, 1862, wird Fink neuer Besitzer der Glöck. Und jetzt beginnt die Glöckgeschichte. Das ist ein ganz rares Etikett aus dem Jahre 1862. Sie sehen hier oben 1861er Niersteiner Glöck aus den Weinbergen des Grafen Buol-Schauenstein. Da war er noch Besitzer der Glöck, 1861. Aber Ende 1861 verkauft er die Glöck. 1862 verkauft er die Glöck. Zurück zu Mainzer Bürger Philipp Josef Fink. Er ist derjenige, der eine Verbindung vom Namen Glöck, mundartlich Kleck, mit Wort und Sache Glocke herstellt. Ein etymologischer Missgriff. Flaschenetiketten aus den Lebzeiten Finks sind leider nicht vorhanden. Fink stirbt im Jahre 1884. Aber aus den 90er Jahren sind Glöck-Etiketten der Erben Finks vorhanden. Fink hatte offenbar zu Lebzeiten im unteren Teil der Ecke der Etiketten eine Glocke positioniert
Und wer sitzt auf der Glocke? Ein Vogel, ein Fink. Also Fink stellt die Verbindung zwischen Kleck und Glocke her. Wie gesagt, wir haben keine Etiketten aus den Lebzeiten von Finks, aber seine Erben tradieren diese Etiketten aus dem Jahre 1893, 1895. Es war übrigens zu dieser Zeit noch kaum üblich, dass man die Rebsorte auf dem Etikett vermerkte. Da müsste ja Riesling stehen, ist aber nichts zu sehen. Also, und auf dieser Glocke sitzt ein Vogel, ein Fink. Dieses Logo ließ sich Fink vom Kaiserlichen Patentamt in Berlin patentieren. Und Sie sehen, rechts und links der Glocke steht Schutzmarke und eine entsprechende Kennziffer. Die missratene sprachliche Verbindung zwischen Kleck und Glocke war jetzt hergestellt und konnte jetzt bald dichterisch verarbeitet und überhöht werden. Johanna Josefina Fink, Tochter von Philipp Josef Fink, heiratet 1861 den Mainzer Weinhändler Heinrich Diehl. Eva Maria Fink, ebenfalls Tochter von Philipp Josef Fink, heiratet 1853 den Kunsthistoriker Professor Dr. Johann Georg Schäfer. Sein Schwiegervater Fink war der Besitzer der Glöck. Schäfer begann, sich für Wein und Weinbau zu interessieren. Zum 70. Geburtstag von Heinrich Diehl, dem Ehemann der Schwägerin von Schäfer, erschien eine Festschrift, die Niersteiner Weine und die Glöck zum Thema hatten. Titel: Die Niersteiner Glöck, ein Beitrag zur Geschichte des rheinischen Weinbaus. Rechts. Mainz 1898. Initiator und Autor dieser Schrift war Professor Dr. Johann Dr. Georg Schäfer. In dieser Festschrift publiziert er Seite 7, ein von ihm höchst selbst verfasstes Gedicht. Und jetzt ist die Glöck-Geschichte in der Welt. Als Herzog Karlemann von Frankenland gezogen kam an des Rheines Strand, der Glockenakkord in machtvollem Klang zu Nierstein ihm entgegenklang. Und festlich drehten die Ratsherren hin, kredenzend dem Fürsten in treuem Sinn, als Gruß den goldenen Ehrenwein, die Glocken rufen schallend darein. Der Herzog trinkt bis zur Neige das Glas und fragt: Wo quillt dies köstliche Nass? Am Hügel dort, wo das Gotteshaus steht und der Glocken Getön darüber weht. Darauf Karlemann sinnend zum Hügel schaut, hebt hoch das Glas und rufet laut: Das ist der wahre Wein am Rhein, die Glöcke soll er geheißen sein. Seitdem ist vergangen manches Jahr, mehr als 1100 fürwahr. Auf der Glöck pfeift jetzt ein Fink sein Lied. Das ist die Anspielung auf den neuen Besitzer. Auf der Glöck, der Fink sitzt. Na? Der Fink sitzt auf der Glocke. Auf der Glöck pfeift jetzt ein Fink sein Lied und die Lüfte der alte Klang durchzieht. Schäfers Gedicht ist Auslöser der Glöck-Geschichte. Die Glöck-Geschichte basiert auf Schäfers Gedicht, das in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden ist und in einer Schrift aus dem Jahre 1898 publiziert wurde. Von dieser Festschrift ist ein Exemplar in der Stadtbibliothek Mainz vorhanden. In welcher Auflagenhöhe diese Festschrift seinerzeit erschien und welches Publikum sie in und außerhalb Niersteins erreichte, das ist nicht mehr zu ermitteln. Der Mittelalterhistoriker, viel zu früh verstorben, Professor Dr. Franz Stab, schreibt über das Glöck-Gedicht. Zitat: Diese romantischen Verse des 19. Jahrhunderts strotzen von dichterischen Freiheiten.
die man jedoch dem Verfasser nicht verübeln mag. Denn sie atmen eine heitere, balladenhafte Stimmung, stellen auch eine geschickte Werbung für die Weinlage, also für die Weinlage und nicht zuletzt für den eigens erwähnten damaligen Besitzer Fink dar. Aber die historische Wahrheit hinter den alten Reimen hat durchaus ihren Reiz, der weniger idyllisch, aber von sehr viel größerer Bedeutung ist. Ende des Zitats. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Ihnen jetzt vielleicht noch Fragen gibt. Wenn ja, dann würde ich Sie bitten zu warten, einmal die Hand zu heben und dann in das Mikrofon zu sprechen. Gibt es Fragen? Sind Sie Niersteiner? So, diese Glöck-Geschichte, die Sie so genannt haben, tatsächlich als ein Fixum des Niersteiner Selbstverständnisses ist. Und das wird doch überall gefeiert. Es gibt ja dort eine Weinstube zum Glockenspiel. Und da gibt es auch das dann im Sommer jedenfalls, wenn es funktioniert, dann auch regelmäßig nachmittags erklingt. Aber die Tatsache, dass das Jahr 742 sicher ein markantes Datum ist und damit mit dieser Lage, das hat damals eben noch keine Bewandtnis gehabt, übrigens auf Langen gibt es heute schon eigentlich gar nicht mehr. Das wird gemischt, ähnlich wie die Liebfrauenmilch aus Worms. Ja, oder ich habe das alles im deutschen Weinatlas nachgesehen letzte Woche. Das ist völliger Unsinn. Oder zum Beispiel das Niersteiner Gutes Domtal. In Nierstein gibt es überhaupt kein Dom. Ja, das ist was ganz anderes. Das sind die Großlagen, das ist wieder was ganz anderes. Ja, die sind aber jedes Mal verändert worden, wie es das Marketing einfach erfordert hat. Ich wollte nur sagen, dass dieses Jahr 742 natürlich von Bewandtnis ist, weil der Kirchensprengel, das Kircheneigentum St. Marien in diesem Jahr zur Ausstattung des Bistums Würzburg übertragen Alles worden vollkommen ist. Richtig. Im Übrigen ist auch damit dann der Namenswechsel zur Kilianskirche einhergegangen. Übrigens auch ein Fake, was auch wieder so schöne romantischen Niederschlag in dem Studentenlied der Winzerschutzer Kilian beschert uns etwas Feines. Der Kilian, der heilige Kilian, hat mit Wein überhaupt nichts zu tun. Der hat bestimmt gerne Wein getrunken, aber mit Förderung von Weinbau oder dass er das selbst gemacht hat, vielleicht veranlasst hat, das mag sein, aber mit Wein ist er nicht in Verbindung zu bringen. Insofern ranken sich natürlich Geschichten drum, aber es ist sehr bemerkenswert und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mal mit diesen romantischen Vorstellungen da mal etwas aufgeräumt haben und die Fakten mal auf den Tisch gelegt haben. Dass Niersteiner Ländereien an Würzburg geschenkt wurden, das ist vollkommen unbestritten. Aber wie gesagt, in dieser Urkunde, da ist der Ortsname Nierstein erwähnt und das war's auch. Ist denn diese Urkunde existent von der 742? Das ist nur die Übertragung der Pfarrei. Die ist verschollen und auch die Bestätigung Karls des Großen ist verschollen. Nur diese Urkunde 822, die ist in Würzburg vorhanden. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass die Schreiber Profis waren und dass die nichts hinzugefügt haben und dass sie nichts weggelassen haben, dann hat er diese Urkunde einigermaßen wörtlich abgeschrieben, die 822 noch verfügbar war. Und da ist von Weinbau und von Glöck eben nicht die Rede. Überhaupt, kann ja auch gar nicht sein. Es gab keine Flurnamen. Auch den Laut Ö gab es noch nicht. Das ist der sogenannte Sekundärumlaut, der sehr viel später entstanden ist. Und ein Buchstabe wie O mit zwei Pünktchen drüber, den findet man vor dem 16., 17. Jahrhundert überhaupt nicht. Und wie gesagt, jeder schreibt von jedem ab. Und ich könnte noch 50 weitere Belege dokumentieren. Gerade da
das, was Sie jetzt erwähnt haben, finde ich so erstaunlich, dass ja auch da nicht nur Werbungsinteressierte, sondern auch Wissenschaftler nicht der Frage nachgegangen sind, wo ist denn die Urkunde, ah, ja, wo haben, ja, wir, ja, einen Beleg, ja, ja, nicht? Und haben dann einfach das übernommen, was irgendwo mal gesagt oder geschrieben wurde, und da wurde es über die Jahrhunderte fortgeführt. Bei der Gelegenheit, unabhängig vom Glück, welches Weinbau, welche Lage ist denn jetzt die älteste in Deutschland? Wurde auch an der Mosel immer behauptet, Neumagen hätte da so Anrechte darauf. Noviomagus, wie es in der Römerzeit ja auch hieß. Ja, das ist keltisch, Noviomagus. Also an der Mosel haben wir Flurnamen schon in der Spätantike. Die sind aber nicht in spätantiken Quellen überliefert, sondern in spätmittelalterlichen Quellen. Denen sieht man aber an, diesen moselländischen Flurnamen, dass sie nicht aus deutschem Sprachmaterial gebildet sind, sondern dass sie lateinisch, keltisch, galloromanisch sind. Um 1970 wurde das deutsche Weingesetz renoviert. Und da wurden ungefähr 70% der damals vorhandenen Weinlagenamen aussortiert. Das waren Marketingstrategien. Man hat gesagt, also gerade in Nierstein, Sie kennen den Roten Hang, da gab es, ich habe mal einen Vortrag darüber gehabt, ich weiß nicht mehr, 50 oder 60 verschiedene Lagenamen. Und jetzt hat man aber gesagt, gerade am Roten Hang, die Exposition zum Rhein hin, die Bodenbonität und andere Dinge, die Sonneneinstrahlung, das ist überall identisch. Es macht keinen Sinn, da 50 Lagenamen aufzubewahren, sondern dann hat man die getilgt bis auf die paar 10 oder wie viel, die heute noch vorhanden sind. Der damalige Mainzer Landwirtschaftsminister Oettinger hat gesagt, es muss mehr gesoffen werden. Also die Leute sollen nicht verwirrt werden durch die vielen Lagenamen. Also nochmal zu den Mosellagenamen. Auch die Mosellagenamen galloromanischen Ursprungs, die es bis 1970 gab, die sind allesamt aussortiert worden, weil sie sich als Verkaufsnamen für Wein nicht eignen, weil sie semantisch intransparent sind. Ja? Aber Goldtröpfchen, das hört sich doch fein an. Als gut sortierter Rechtshistoriker habe ich zwei Probleme. Die erste ist, es würde mich sehr erstaunen, wenn ein Klöckner, das ist ein Angehöriger der Kirchenfabrik, also ein niederer Bediensteter, einen Zehnten hätte. Das halte ich generell mal für Märchenstunde. Ja, das würde ich auch sagen. Und das Zweite, was mich jetzt bei der Durchsicht Ihrer Zusammenstellung sehr geärgert hat, ich denke, im 18., 19. Jahrhundert wusste man schon, was ein Hausmeier ist. Trotzdem wird der arme Karlmann da mal als Herzog bezeichnet, mal als Fürst, mal als ich weiß nicht was. Das hört sich alles für mich nach Grimms Märchenstunde an. Ich kann in den Kunsthistoriker Schäffers nicht hineinschauen, er hat das Gedicht gefertigt. Er war kein Herzog, Karlmann, klar. Auch die anderen Quellen sind so bescheuert. Ja. Aber Sie sehen, irgendwie hat sich diese Geschichte um 1900 verselbstständigt. Und ich habe ja nur Belege aus den letzten 15 Jahren. Sie kennen vielleicht das Buch von Brillmeier über Rheinhessen, das 1901 oder so etwas erschienen. Die Regionet-Leute müssten das eigentlich wissen. Ich glaube, kurz noch, da ist auch von der Glöckgeschichte noch nicht die Rede. Der handelt Brillmeier sämtliche rheinhessischen Orte ab nach kirchlichen Zuständen, Geschichte und Landwirtschaft und dies und das, Religionen, evangelische, katholische, Christen, Juden und so weiter. Aber von der Glöckgeschichte weiß er im Artikel Nierstein nichts. Kann es sein, dass diese Zinkgießerei Fink einfach, dass sie auch Glocken gegossen haben und das dann einfach eines ihrer Markenzeichen verwandt haben. Aber dass in dem kleinen Haus zum Spiegel Kirchenglocken gegossen wurden, das kann ich mir nicht gut vorstellen. Oder kleine Glocken, das müssen ja nicht die großen gewesen sein. Egal, ich weiß es nicht. Gibt es noch weitere Fragen von Ihrer Seite? Warten Sie einen Augenblick. Ich wollte sagen, ich kann aber meinen
Niersteiner Glöck, den ich mal erworben habe, weiterhin trinken. Ja. Wie gesagt, ich war vor 2 Tagen in der Weinbaudomäne. Die Glöck, die Bodenbonität, die ist sensationell. Die Glöck. Und die Glöckweine, ich habe da 2 Rieslinge gesehen. Der eine hat 20 Euro gekostet, der andere 25 Euro. Ja. Und die sonstigen Niersteiner Oppenheimer Lage für 7,50, 8,50 kriegt man exzellente Weine. Aber die Glöckweine kosten 3-mal so viel. Absolut richtig. Die Glöck, als sie in staatliches, hessisches staatliches Eigentum übergegangen ist, für 500.000 Reichsmark verkauft worden ist. Das ist ein enorm hoher Preis. Ja, ja. Daraus kann man sehen, dass die Glöck immer schon, wie lang zurück, ich bin kein Historiker, eine ganz besonders herausragende Bonität und einen herausragenden Ruf gehabt hat. Man könnte jetzt sogar noch bis ins Alte Testament hineingehen. Da steht im Buch Deuteronomium, dass man den Weinberg dort anpflanzen soll, wo reichlich Wasser vorhanden ist. Und es ist nachgewiesen, dass in der Lage Glöck eine unterirdische, parallel zum Rhein verlaufende Wasserader verläuft, sodass die Glöck immer schon hervorragend mit Feuchtigkeit und dann aufgrund der Lössbodenbeschaffenheit, also mit äußerst exzellenten Wachstumsbedingungen gesegnet war. Und deswegen ist sie auch immer in sehr wohlhabende Hände gekommen, bis sie dann nachher wohlweislich vom Staat aufgekauft worden ist, beziehungsweise vom Herzogtum, und dann in die Domänenverwaltung übergegangen ist. Das ist heute tatsächlich immer noch Alleineigentum. Übrigens ist die Glöck nur eine Teillage, sie gehört nämlich zum Kranzberg. Der Kranzberg umkreist, wie der Name sagt, die Kilianskirche, heutige Kilianskirche, und das untere Segment umfasst etwa ein Viertel des Kranzberges. Das ist die Glöck. Die Glöck gehört zum Kranzberg. Ja, aber ich muss mich an den deutschen Weinatlas halten. Ja, Sekunde bitte, ich habe es eben ja schon mal. Nach dem deutschen Weinatlas gehört die Glöck zur Großlage Auflangen. Nein. Wenn Sie zu Hause sind, wählen Sie mal das in Bad Kreuznach die Landwirtschaftskammer an und laden Sie sich die Datei mit den Weinlagenamen runter. Da sind die Orte verzeichnet, die Großlagen und die Einzellagen. Das muss ja nicht draufstehen. Ich glaube, in Nierstein gibt es auch eine Auflangenstraße. Ja, das war eine Riesenlage. Ähnlich wie der Spiegelberg. Ne? Ja. Gibt es heute auch nur, das sind nur ganz wenige Parzellen noch. Die Niersteiner Weinlagen, insbesondere am Roten Hang, sind von der Bodenbonität 1A, Weltspitze. Ja? Und irgendwo am Rhein unten in Nierstein stehen, da in der Gegend, wo die Feuerwehrstation ist, stehen Hinweisschilder, Nierstein mit die besten Rieslinge der Welt. Ja, also mir ging es ja nur darum nachzuweisen, dass die Aussage 742 steht die Glöck in einer Urkunde, dass das nicht stimmt und völlig ausgeschlossen ist. Gut, dann bedanke ich mich jetzt auch für die lebhafte Diskussion. Das hatte ich mir schon gedacht, dass nach dem Vortrag es viel zu diskutieren gibt. Ich möchte Sie herzlich einladen zum Vortrag nächste Woche, wieder Dienstag, 19 Uhr, und zwar von Dr. Hermann Josef Braun, der referiert über die Amtsenthebung des Gründungsdirektors der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz im Jahr 1948. Ja, auch das Thema wird bestimmt wieder Sie interessieren, und wir freuen uns, Sie dann wieder willkommen zu heißen. Dann kommen Sie gut nach Hause, und vielen Dank auch für diejenigen, die uns online zugehört haben. Schönen Abend noch.